So, da sind wir wieder und sorry, aber ich musste ganz kurz mich direkt, weil als ich das Spiel geladen habe, war schon diese Drohne da und hat mich bedroht. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke. Vor allem, weil sie gerade alles kaputt macht. Das ist gerade das Schlimmste. Bitte mach schnell, ich brauche ein bisschen Munition, das kommt schon. Nein, schon wieder. Verdammt. Oh, endlich. Scheiß Drohne. Alles kaputt gemacht, was ich hatte. Aber zumindest Promethium-Pellets. Fuck. Das ist echt schlecht. Ja, unseren Kern, alles. Wirklich alles, was wir hatten, kaputt gemacht. Sogar unser Zelt. Scheiße. Das heißt, als erstes brauche ich erstmal wieder ein Zelt. Pflanzenfasern brauche ich dazu. Das heißt, da holen wir uns hier kurz so einen Baum. Welcher ist näher dran? Der hier. Daraus können wir Pflanzenfasern ja gewinnen. Und dann passt das. Trotzdem ganz schön scheiße. Ja, zum Glück ein bisschen Eisen da. Ja, echt ätzend. Ist ein bisschen was zu mitnehmen. Warte, was war das hier? So, nichts. So, und wieder zurück. In den sicheren Schoß unserer Basis, ja. Nee, sicher ist es jetzt nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, jetzt haben wir halt keinen Strom mehr, ne? Yay. Scheiße. Ja, zumindest hat er das nicht kaputt gemacht. Das ist wenigstens etwas. Ah, Kacke. Ja, ist echt schlecht. Gut. Eisenerz. Rein damit. Munition haben wir jetzt mehr als genug. Das sollte reichen. Auch wenn ich weiß, was ich mit der Minigun-Patrone machen soll. Das ist mir eigentlich erstmal egal. Genau, verbessert auch die Gesundheit. Nehmen wir das gleich mal. Super. Okay, also, was ich jetzt als erstes brauche, ist eigentlich wieder ein Basisstarter. Genau. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Nährlösung brauchen wir. Da müssen wir nochmal gucken. Nährlösung brauche ich gereinigtes Wasser. Gereinigtes Wasser bekomme ich eigentlich hierdurch. Beziehungsweise, ich setze jetzt mal eins rein. Wir sehen, das reicht jetzt für 24 Minuten. Sollte zumindest reichen, dass wir ein bisschen was bekommen. Weil wir müssen was anbauen. Das geht nicht. Also wir schaffen es einfach nicht mehr, ohne was anzubauen. Jetzt nur das Problem, wir brauchen auch ein Pflanzenlicht dafür. Ja, das ist das nächste Problem. Ich weiß nicht, ob wir hier auch ein Pflanzenlicht hinkriegen. Schwimmen wir auch eine Rüstung. Die braucht relativ viel. Also wir gucken jetzt erstmal, dass wir zumindest die Basis wieder zum Laufen kriegen. Das hat jetzt absoluten Vorrang. Okay. Das könnten wir sogar basteln. Okay, wusste ich gar nicht. Naja, nicht so richtig. Genau, ich brauche eine Klonkammer als Reset-Punkt. Ich brauche das und dann
drei. Machen wir vier Stück davon und einen Kühlschrank. Und ich brauche hiervon ein paar, aber da können wir eher Holz nehmen. Aber Holz hat so gut wie keine Panzerung, ne? Das ist es halt. Aber wir haben immerhin ein bisschen Holz. Ja, dann machen wir das damit eher. Reiße ich das jetzt, was wir da haben, ab? Oder geht vielleicht ein Werkzeug? Ein Multitool wäre geil. Multiwerkzeug. Oh ja, Multiwerkzeug wäre super gut, weil dann können wir die Sachen einfach abbauen, die wir da haben. Ich frage mich, was dieser Detektor macht. 1000 Meter, okay. Naja, lassen wir ihn erstmal das alles bauen. Beziehungsweise, warte mal. Machen wir das so in der Reihenfolge, das ist besser. Also, was hatte ich gesagt? Ich brauche noch einen. Ne, Klonkammer machen wir gerade. Ich brauche einen Kühlschrank. Wobei, dann muss das eher weg und dann das. Ja, weil Energie ist ja irgendwie wichtiger. Ne? Wir müssen ja irgendwie Energie rankriegen. Und falls das alles klappt, danach noch ein Anzug. Ja. Na gut, das hat schon mal geklappt. Sehr schön. Achso, hier mal Holz reinpacken. Dann versuchen wir mal ein bisschen was aus Holz zu machen. Was anderes macht jetzt auch. Achso, nicht 100. Mensch, bist du das Wahnsinn jetzt? Hier erstmal so 10 Stück. Oh mein Gott. Ja, wenn wir hier mehr Holzbretter und alles. Das lässt sich damit dann schon was anstellen. Nochmal 20 Stück erstmal. Und das ist dann unsere Reservewaffe. Aber davon einen erledigen könnten, das wäre gut. Dann hätten wir erstmal genug zu futtern. Ich weiß aber gar nicht, ob ich überhaupt den Treibstoff habe dafür, ehrlich gesagt. Ich glaube, der braucht diese Multiladung, genau, Multiladung. Multiladung müsste eigentlich hier sein, ne? Promethium Pellets, das geht gar nicht. Das heißt, mit dem Ding kann ich gar nichts anfangen. Super, aber wir haben es schon mal. Ja, toll, wunderbar. Packen wir es hier beiseite. Also müssen wir das dann doch noch ein bisschen benutzen. Sind aber schreckhaft, die Kleinen, ne? Ja, aber es hat alles in Mitleidenschaft geraten, ne? Ich kann es nicht reparieren. Naja, das ist jetzt das größte Problem. Ich kann das nicht nutzen. Mist. Na gut, so zerlegt, wie es wurde, da können wir es auch gleich komplett abreißen. Ja, machen wir das halt. Kann sich nur um Stunden handeln. Mist, ey. Wir machen erstmal, dass es so schnell geht. Irgendwas? Ja, man kriegt ja nicht mit, wenn sich jetzt sowas anschleicht, ne, weil es ziemlich laut ist. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt. Ja, mal hier so ein bisschen, da so ein bisschen. Dann kommt alles nicht so lange vor, wenn man da mal ein bisschen was macht. Und hier. Sehr schön. So, gehen wir das mal wieder zurück. Gut, Solarzellen haben wir auch schon. Sehr schön. Das heißt, ein bisschen Energieversorgung haben wir dann schon mal. Okay. Sehr schön. Warte, ich habe doch hier schon ein paar Holzblöcke. Dann können wir die schon mal drum rumsetzen.
Wie mache ich denn das am besten? Aber machen wir es erstmal so. Machen wir es mal in Kasten. Genau. Ich habe schon eine Idee, wie wir das am hübschesten zurecht machen können. So, 20 davon, das ist okay. Dann sagen wir auch 20 davon erstmal. Wobei Beton würde auch gehen. Ja, viel Zement habe ich nicht. Ne, was brauche ich denn dafür? Zement. Nehmen wir einfach Beton. Ja, machen wir das. Besser als Stahl. Ja, auf jeden Fall. Stahl können wir für andere Sachen viel, viel wichtiger oder viel, viel dringender gebrauchen. Okay, gut. Na, ich habe keine Rampe. Das ist doof. Muss ich jetzt warten? Oder ich bastel mir erstmal hier ein Zelt, was irgendwie nicht geht. Kann ich hier nicht Pflanzenfasern oder so? Warte mal. Jetzt müsste es gehen. Ja, wunderbar. Und wir erstmal nämlich übernachten können, das wäre ja auch nicht verkehrt. So, wie viel Wasser hast denn du jetzt? 3 Stück haben wir schon. Okay, und das wäre jetzt schon gereinigtes Wasser? Ah, nee, das ist dann gereinigtes Wasser. Okay. Und daraus können wir dann eine Nährlösung machen. Okay. Interessant. Das ist ja echt interessant. Ich mach mal erstmal das. Sagen wir erstmal so viel. Und das hieße dann, ich könnte. Weil dann kann ich ja das wegmachen. Er macht das ja automatisch. Sagen wir mal 2 Stück davon. Benötigt Pflanzenlicht, Sauerstoff und eine konstante Temperatur. Okay, ja, Pflanzenlicht ist das größte Problem. Ich sehe das hier nirgendwo. Haben wir anscheinend noch nicht freigeschalten. Aber haben wir nicht auch ein Level Up? Warte mal, ich guck mal. Vielleicht haben wir nur einen einzigen Punkt. Das ist ja super. Das ist wahrscheinlich bei Diverses, ne? Notfallgenerator. Werkzeuge. Ne, muss ja eigentlich dann hier sein, aber. Ja, wahrscheinlich geht das nur mit dem Konstruktor, ne? Ja, ich schätze mal. Ist ja doof. Das heißt, dann müsste ich. Ah, ne, habe ich nichts mehr da. Ja. Haben wir jetzt keine entsprechenden Teile mehr da. Echt meine Bedenken hier gerade. Ja, so ein bisschen, ne? Verständlicherweise. Mit Holz sieht ja alles etwas besser aus, ne? Gut. Jetzt muss ich überlegen. Ja, das muss wieder weg. Sorry dafür. Da hab ich gepennt. Ja. Und das hier. Ja, sieht ein bisschen hübscher aus dann. Und dann zum Schluss noch das hier. Sehr schön. Und jetzt brauche ich natürlich noch einen Eingang. Das heißt, das hier und den nehmen wir. Genau. Habe ich jetzt noch irgendwas? Ein Treppenblock aus Holz. Ja, ist so ideal. Das ist der Wohn der Bechnacht. Und schon können wir uns hier drauf bewegen. Ja, und da können wir dann halt die Mauer machen. Und zwar die Mauer aus Beton. Richtig. Und zwar nämlich so. Ja, machen wir erstmal allen 4 Ecken.
Genau. Da bin ich erstmal halbwegs sicher. Naja, was heißt sicher? Sicher bin ich nicht, aber zumindest habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen Schutz. Das ist auch schon mal viel wert. Okay. Das packen wir mal beiseite. Haben wir einen Kühlschrank dabei? Okay. Ja, also die Dinger müssen wir gleich mal ersetzen. Das heißt, machen wir hier daneben. Beziehungsweise die müssen ja auf eine Seite. Macht ja sonst keinen Sinn. Genau so. Gut, das heißt, ich brauche nochmal ein paar Holzblöcke. Ja, irgendwie so einen halt erstmal, ne? Ja, ein einziger reicht mir erstmal. Ist ja schnell gemacht. Dass wir den da wieder reinsetzen können. Sehr gut. So, also wir könnten rein theoretisch was anbauen, wenn wir denn jetzt Pflanzenlicht hätten, was wir allerdings nicht haben, was ein Riesenproblem darstellt. Ja, so ein bisschen. Warte mal, ich will mal was überprüfen. Ginge es denn, wenn wir... das hier machen. Das würde gehen. Könnte ich das an gewissen Stellen außen verkleiden und hätte dann innen trotzdem den kompletten Block zur Verfügung. Das wäre natürlich super. Ja, und dann kann ich nämlich hier praktisch jetzt zum einen die Klonkammer hinstellen. Wir können aber auch hier dann zeitgleich das Ding hinstellen. So, dann starten wir mal. Dann haben wir hier die Wand. Super. Dann machen wir hier oben drauf jetzt dann den Deckel. Genau, so in der Richtung. Und da kann ich dann jetzt das anbringen. Genau, machen wir das hier schön aneinander fest. Na? Was ist da jetzt kaputt gegangen? Das würde ich jetzt gerne wissen, also wirklich gerne wissen. Das gefällt mir nicht, wenn irgendwas so ein Geräusch macht, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Und das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir gar nicht. So, das heißt, dann packen wir den Rest noch hier drauf. Sauber. Dann haben wir hier vier Stück, die hoffentlich genügend Strom liefern. Und jetzt gucken, können wir schon anschalten. Wie sieht es denn jetzt aus? Energieverbrauch? Aktuelle Leistung? Energieverbrauch? Naja, gut, okay. Es ist jetzt gar kein Wunder, ne? Zu Hause spawnen, ja. Also wir sind nahe dran... vernünftig Energie zu bekommen. Allerdings muss man auch sagen, dass wir noch ein bisschen brauchen werden bei manchen Sachen. Was ist das denn? Ja, ich habe hier halt... ich brauche Silizium, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe. Wo war denn jetzt das hier? Ja, Silizium und ein bisschen Eisen wahrscheinlich. Ach, das ist kaputt gegangen. Warum ist das denn kaputt gegangen? Na toll, jetzt hänge ich hier drin fest. Achso, nee. Wow. Hatte ich jetzt eigentlich den Anzug gemacht? Hatte das noch geklappt? Ach, natürlich hat es nicht geklappt. War ja klar. Glasfaser. Habe ich denn irgendwas zum Heilen oder so? Ja, wir könnten das jetzt noch platzieren. Den Kühlschrank. Aber ich finde, der müsste dann eher hier so stehen.
Pflanzenfaser kommt wieder zurück. Das brauchen wir hier nicht. So. Wie gesagt, zumindest haben wir erstmal genügend Munition. Das ist eigentlich die Hauptsache. Und wir haben ein Promethium-Pellet. Das ist super wichtig, das Ding. Also eine Batterie. Eine Kraftstoffzelle. Der läuft noch ein bisschen, aber wir sehen... gut, das reicht noch, ne? Also da kommt noch ein bisschen Wasser bei rum. Aber bringt uns noch nicht so viel weiter. Also von daher, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.